Und die vierte Welt, Bubble Club Swamp oder Swamp? Wie sagt ihr dazu? Jedenfalls die Sumpfwelt und ich habe nicht vor, das heute wieder in einem Part komplett durchzunudeln. Wenn es geht, dann ist es natürlich in Ordnung, aber kein Muss. Ich werde aber nicht überziehen dafür, so viel sei gesagt. Halte auch schon nach einem neuen Move, du schlafmütziger Vogel. Ja, schnell gefunden, würde ich sagen. Das sind Gummistiefel. Das Hühnchen auf deinem Rücken kannst du ansehen und für eine kurze Zeit unbeschadet durch den Sumpf marschieren. Okay, Kazooie, lass uns diese Gummistiefel ausprobieren. Wunderbar, jetzt kennt ihr alle neuen Moves dieses Sumpfes. Ich weiß nicht, war das wirklich ein gutes Versteck? Ich meine, na gut, gerade der Kontrast, dass man das so schnell findet, macht's irgendwie auch interessant. Beziehungsweise sympathisch. Auch in dieser Welt muss ich mir ein bisschen überlegen, was für Wege ich einschlage, um möglichst schlau zu sein. Dass ich jetzt wirklich auf das, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, diese, ja, Sumpfsträucher fokussiert. Lecker, Croctus mag das. So, und der Croctus verzieht sich überall hin ins Spiel, in der Welt. Ich will auch ein leckeres Ei. Also es sind immer andere Croctus und die tauchen merkwürdigerweise immer dann auf, wenn der jeweils andere, naja, gerade was zu fressen bekommen hat. Strange, aber ist halt nun mal so. Jinjo, ich habe dich nicht übersehen. Voll abgesahnt und die Kamera spastet ab. Ich komme damit zurecht, ne? Ich komme aus einer Zeit, da kann man die Kamera ja nachjustieren, ganz gut. Aber es gibt viele Mario-Games, die haben so eine gute Kamera im Endeffekt. Warte, ich gehe erstmal oben lang, ja. Dass man, naja, das gar nicht gewohnt ist und so weiter. Kriegen wir das alles in einem Stück ran? Den Parcours hier? Ich mach das immer gerne. Sollte auch funzen, also pass auf. Erst du. Wenn ich die alle gefüttert habe, gibt es natürlich ein Puzzleteil. Wer hätte es gedacht? Dann grabben hier. Ey, Kabocka! Ihn ab. Jetzt wird es ein bisschen. Ja, runterfallen wäre halt ein bisschen doof so. Den Jinjo noch. Geht das gerne in Ruhe ab. Zweimal. Weil umso ärgerlicher, wenn man runterfällt. Ich habe jetzt mich zum Glück nicht blamiert. Die Chance gibt's aber halt immer wieder, ne? Ich überlege, da hinten hin will keiner. Es gibt da noch was anderes. Ich glaube, da gibt es nichts sonst. Okay, merkwürdige, giftige Frösche, oder? Die sind doch giftig. Rot, schwarze. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die gelben sind vor allen Dingen giftig. Kazooie wollte nicht springen, alles klar. Eieieiei. Bock auf ein Omelett? Ne, man kann ja nicht so viel Ei essen. Ich weiß nicht, ich habe das mal gemacht. Damals als Single in meiner Wohnung. Und keine Ahnung, hat zu viele Eier, dachte mir, schmeiß die alle in die Pfanne, ja. Also gerne schmeiße ich mir auch heute noch 3, 4 Eier in die Pfanne, mal. Wenn nichts anderes da ist oder so. Aber ich hab's mal übertrieben, hab so 8 Eier am Stück gegessen und naja, wer schon mal zu viele Eier gegessen hat, der wird wissen. Ich kann mich selten an schlimmere Bauchschmerzen erinnern. Das war nicht lustig. Hab mich gekrümmt wie sonst was. Ihr dürft nicht zu viele Eier essen. Eiweißschock, keine Ahnung. Was da genau die Ursache war eigentlich. War knapp. Ich kann pokern. So, in der Mitte dieses Sumpfes. Da kommen wir gleich hin. Ja, das sind diese 6 Baumstümpfe. Da werden wir rücksichtslos und gnadenlos attackiert. Ich glaube, hinter der Schildi war der nächste Croctus, ne? Ach, die gelben. Geht, ein haariger Eindringling. Er will. Oh, Alter. Ja! Bin älter geworden und. Er will an unser Gold. Quark, keine Ahnung, mehr erinnere ich mich gerade nicht. Ach, da ist keiner. Ach nee, der ist oben, ne? Aua, meine Füße frieren und sind schon ganz taub. Oh.
voll verschluckt, ey, beim Stimmenverstellen. Er ist zurück. Auf ihn mit Gebrüll. Quack. Tolles Gebrüll habt ihr da. Quack, weißt du. So, Hütten, Hütten, Hütten. In der frühen Beta oder Alpha des Spiels war auch Mumbos Hütte. So ähnlich aus wie diese. Und die hier sind so ziemlich dieselben wie die, die man gesehen hat in Mumbos Mountain vor Mumbos Hütte. Generell haben euch im letzten Part wohl die, diese frühen Szenen unter anderem von Clankers Cavern gefallen. Ja, wenn ihr Bock habt, so ein Special-Video, wo ich euch alles zeige, was ich so habe an Banjo-Kazooie, ich sag mal, Entwicklungsmaterial. Dann schreibt's gerne in die Kommentare, dann mach ich noch ein kleines Video dazu. Ich finde die Geschichte, wie Banjo-Kazooie entstanden ist, halt auch sehr interessant. Ein langer Weg vom Super Nintendo und ganz anderen Helden. Ja, aber Rare-Spiele nehmen halt oft irgendwie, ich sag mal, eine merkwürdige Entwicklungskurve. Das war ja bei Conker auch nicht anders. Oder Star Fox Adventures. War ja erst als Dinosaur Planet in Planung. Cameo Elements of Power. N64, dann auf GameCube, dann auf Xbox und auf Xbox 360 veröffentlicht. So, ach, jetzt weiß ich gar nicht, wo war denn... Ja, komm, die besiegen wir später viel einfacher. Geht natürlich. Geht auch mit Unverwundbarkeit. Bin ich schon wieder falsch. Ich hab's nicht auswendig gelernt und... Ich hab jetzt auch nicht aufgepasst, wo der nächste Proctor ist. Oder Proctus, wie er heißt. Na, ist das beängstigendes Krokodil hier? Versteinert. Versteinert. Er macht ein bisschen Respekt, das stimmt schon. Warte, Proctus. Zügle deinen Hunger, ich werde erst nach hinten gehen. Die Noten einkassieren, dafür sind diese Gummistiefel nämlich da. Also sonst würden wir verletzt werden im Sumpf. Ist klar, ne? Wegen Piranhas und so. Sehen wir vielleicht noch. Ich hoffe mal nicht. Aber es hieß auch schon, ich soll mal das Game Over zeigen. Okay. Machen wir glatt. Weil das Game Over ist halt auch so eine kleine Zwischensequenz. Wenn man total verlieren würde und dann gibt's auch Gruntilda in Sexy. Sofern das gehen kann. Aber es gibt auch Tutti in Hässlich dann. Das ist halt eine Sequenz, die dachte ich, kennt jeder, ne? In- und auswendig. Weil die halt auch auftaucht, wenn du einfach nur auf Speichern und Beenden drückst. Und so hatte ich quasi jedes Mal, wenn ich Banjo-Kazooie für heute fertig hatte mit Spielen, gehe ich auf Speichern und sehe diese Ending-Sequenz. Wo dann Game Over steht. So, das ist jetzt aber hinter der großen, fetten Schildkröte. War doch gleich der Name. Tanktop. Tanktop. Die hat ja kalte Füße und deswegen kümmern wir uns um die. Na, wieder an den bösen Fröschen vorbei. Sei kein Frosch, im Ernst. Wie helfen wir mit kalten Füßen? Ja, verzieh dich damit in den Panzer. Bisschen gewalttätig, ne? Oh, das ist schon etwas besser. Nur etwas? Alter. Piranha-Dialog. Dieser Sumpf gehört uns Piranhas. Wir mögen keine Stinkerfüße. Bezlecker mich heute nicht mit Ruhm. Muss aber nicht. Ich bin ganz gechillt. Oh Mann, und vor allen Dingen gab es da eine kleine Diskussion. Ich meine, ich habe Part 1 hochgeladen von Let's Play Banjo-Kazooie hier. Und alle haben es abgefeiert. Es gab aber auch kritische Stimmen, weil ich so viele Let's Play Agents mache. Und weil das letzte Let's Play von Banjo-Kazooie ja immerhin, naja, 6 Jahre her ist. Über 6 Jahre, hätte man gesagt. Der erste Part vom 2012er Let's Play Banjo-Kazooie kam, ich glaube, am 13. Januar und am 14. Januar 2018 habe ich es wiedergebracht. Entschuldigt. Das ist halt mein Lieblingsspiel. Mitunter. Geröschelt. Tanktop geht es viel besser. Mir ist so richtig schön warm. Vielleicht könntet ihr damit etwas anfangen. Das können wir in der Tat. Ja, aber im Ernst, 2017 habe ich so wenig Let's Play Agents gebracht, wie schon seit ewig nicht mehr.
Wir hatten von 23 gestarteten Let's Plays, ich sag mal zwei Let's Play Agains, das waren Mario Land 4 und Super Mario 3D World und ansonsten nur durchweg neues Zeug oder Zeug, das ich noch nicht gespielt habe. Und naja, kommt schon. Ich habe auch in absehbarer Zeit Oddworld Apes Exodus und Yoshi's Island vor und das sind auch Let's Play Agains. Das wären dann schon direkt mehr, als es 2017 war. Ich finde halt, die Video- und Audioqualität habe ich seit 2012 verbessern können. So etwa 2014, seitdem ist kein so nennenswerter Aufschwung mehr da, dass zu den Let's Plays seit 2014 ein Again benötigt ist. Okay, Tip-Top, ein Fahrer aus Diddy Kong Racing und hier hat er seinen eigenen Chor im Panzer von Tanktop. Wo ist eigentlich der Körper von Tanktop, wenn das hier doch der Inhalt darstellt? Ruhe bitte. Der famose Tip-Top-Chor wird nun sein neuestes Werk zum Besten geben. So, das wird auch random generiert. Wir müssen das nachspielen. Recht kurz, oder? Abwarten, spielt das nach, um die erste Lektion zu verstehen. Die Kameraperspektive ist natürlich ein bisschen anders als in der Szene, wo es gezeigt wird. Das macht es nicht unbedingt sehr einfach. Aufpassen lautet die Devise. Nicht schlecht. Versucht euch an der zweiten Lektion. Ihr solltet auch noch klar gehen, locker flockig. Ich merke mir das weniger durch die Farben oder die Geräusche, sondern ich baue mir da im Kopf halt einfach so eine Linie ein, sag ich mal, wie ich laufen muss. So, jetzt aber aufpassen. Ihr seid Musik-Genies. Es folgt die letzte Lektion. Viereck. Dann die beiden hinteren. So kann ich mir das merken. Wir haben hier so ein Viereck. Gut, hier sieht es eher aus wie ein Parallelogramm, wisst ihr. Gut. Damals habe ich mir das aufgeschrieben. Mit Zettel und Stift, aber jetzt reicht meine Gehirnkapazitäten. Wunderbar. Eine wahre Meisterleistung. Nimm dieses einzigartige Schmuckstück. Jo, 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 jo. Also ich kann schon mal bilanzieren, wir machen hier unseren Job in der vierten Welt, aber wie ich das so sehe, das ist, was ich vorhin meinte, ich werde jetzt nicht unnötig auf 30 Minuten kommen, nur um die Welt... Aha, ich glaube, das Wichtige ist nicht vergessen. Tut mir leid, aber das waren alle Stücke, die wir auf Lager haben. Die aber immer random generiert werden. Also man kann sich nicht merken, ne, das und das Lied, sondern muss ich das erstmal anhören. So, da waren wir. Dann bleibt ja nur noch die Ecke, wa? Wobei, andererseits... Ich werde es nicht. Zumal zwischen dieser und der nächsten Welt in der Oberwelt noch ein bisschen mehr zu tun ist diesmal. Ein bisschen was zu erkunden und, naja, noch einen Charakter kennenlernen. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles getan, was ich vorher tun kann. Wir werden auch diesmal diese ungewöhnliche Challenge erledigen. Ihr wisst, was ich meine. In dem versteinerten Krokodil, nicht wahr? Da bediene ich mich oftmals schlauerweise erst einmal einer Sache, die man später im Spiel erhält. Den letzten Move, muss man sagen. Die Turnschuhe. Aber ich gönne mir auch diesmal, ja, mal weniger Laufweg. Muss nicht in die vierte Welt zurückkehren, aber dafür ein bisschen mehr Anspruch bei dem Game. Das wird dann spannender. Hier bin ich auch immer ein bisschen risky. Man kann natürlich schleichen, aber eigentlich bin ich noch nie so der Schleichexperte gewesen. Wunderbar. Wunderbar. Ich hab's gerochen. Ich hab das schon... Dieser Bär ist nicht nur zahm. Leider ist er auch noch lahm. Da hätte noch ein Wort hingepasst. Ziemlich lahm oder so. Ja gut. Und so läuft's manchmal, ne? Wenn's läuft, dann läuft's. Und wie es läuft, die Nase läuft. Auch lange nicht mehr gebracht. Vergessene Sprüche.
Ekelhafter Parkour, ekelhafter Parkour. Ich stehe nicht an einer Parkuhr. Wobei, Parkuhren habe ich ehrlich gesagt in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich bin, da gibt es überall Parkautomaten höchstens. Aber Parkuhren wie in England sind die doch ziemlich verbreitet, nicht wahr? Bei Mr. Bean habe ich die gesehen. Ich meine, kann ich vielleicht die Kamera hinter mich positionieren, aber selbst wenn, wird die zurückjustiert oder etwa nicht. Und dann spaste die so ganz komisch ab. Ja. So ist auf jeden Fall einfacher. Ja. Würde ich euch empfehlen, stellt euch vorher die Kamera ein. Bei wem will ich 2018? 20 Jahre ist das Spiel schon alt. Alter Schwede. Na toll! Passiert. Ich habe auch, ich nehme gerne immer die kritischen Kommentare mir gern zur Brust, was jetzt nicht heißt, dass ihr haten sollt. Ich lese auch alle positiven Kommentare, versteht mich nicht falsch. Aber bei den kritischen oder negativen Kommentaren weiß ich, oder habe ich vielleicht einen Ansatz, wo ich mich verbessern kann. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, ob dieses Banjo-Kazooie Let's Play 2018 jetzt wieder besser werden soll, als es 2012 war. Weil das 2010er wäre ganz gut. Und das 2012er wäre total langweilig gewesen, weil ich nur die ganze Zeit erklärt habe. Oh mein Gott, Schande. Also, das war mir auch gar nicht so bewusst. Natürlich habe ich viel erklärt. Das liegt aber auch daran, dass es halt ein Spiel ist, das ich sehr gut kenne. Es ist kein Blind-Let's Play, wo ich alles kennenlernen muss. Was soll ich denn jetzt großartig sagen? Und wenn ich auch noch nicht faile, ne? Weil das kam mir gerade im Sinn. Jetzt habe ich gefailt. Muhaha. Mir ist es auch bewusst, da liefere ich relativ wenig Stoff für Best-Offs. Ja, wenn ich einfach nur alles schaffe, sofort und ja, einfach nur dabei erkläre. Ganz stumpf. Aber wie soll ich sagen? Let's Plays können vielseitig sein. Und ja, es kommt immer aufs Spiel drauf an und wie gut der Let's Player das Spiel kennt. Und so können sich auch die Spiele unterscheiden. Ach, das mache ich jetzt nicht. Ich wollte das mal hochkraxeln, aber nö. Hallo Mumbo! Wir brauchen 10 Schädel. Also von jedem Mal, wo Mumbo irgendwie verfügbar ist, wird die erforderliche Schädelanzahl um 5, denke ich, erhöht. Bei die. Oder? 5, ne? Deswegen, Mumbo's Mountain waren es insgesamt 5 und jetzt sind es schon 10. Bugataka! Ah, die Waschmaschine! Oh, oh, Zauber geht in Hause. Du Mumbo, Hause waschen und schleudern? Sehr nice. Gut, dass man das mal gesehen hat. Das Krokodil. Du warten. Ich brauche neue Handtasche. Mumbo, du machst einen kleinen Spaß. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Du, 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 du. Okay, machen wir erstmal den hier. Den machen wir jetzt. Könnte schwierig werden, aber ich krieg's schon gedeichselt. Nee, also die Waschmaschine taucht auch total random auf. Ich glaube, ich habe die in den letzten Let's Plays überhaupt nicht drin gehabt. Mumbos Fail, aber jetzt. Und das freut mich natürlich. Mr. Weil! Eine Sache für sich. Wie gesagt, geht es in die sechste Welt, holt euch da die Turnschuhe. Die stehen hier nämlich rum. Habt ihr es einfacher. Aber ich nehme mal die schwere Variante. Für alle Masochisten unter euch. Hallo, ich bin Mr. Wild, das kurze Krokodil aller Zeiten. Spiele mein Spiel und gewinne einen Preis. Drücke A, um zu spielen, oder B, wenn du die Hosen voll hast. Ich spiele. Das Spiel ist einfach. Es ist mehr rote Jumplies als ich. Drücke X, um Jumplies zu essen. Ist bereit. 3, 2, 1, los. Es läuft über 3 Etappen. Und ich glaube sogar das zweite ist so ziemlich das Schwierigste. Das Ding ist, er ist ein Stück schneller als wir. Spiegelt sich jetzt hier nicht wieder. Man sollte auch ein bisschen taktisch agieren. Also wenn ich den jetzt wegfresse, dann kann er auch keine bekommen in der Situation. Aber das muss man situativ entscheiden. Man kann auch einfach Pech haben und vor allem spawnt nichts. Jetzt haben wir wieder nur eine kleine.
geht die besseren Wege, fürchte ich. Das ist ja Gleichstand schon. Nicht der weg! Oh, wird sogar das spannender, als ich gehofft hätte. Ich bin auch schon ein bisschen verwöhnt von der Tatsache, dass ich mir schon immer viel einfacher mache, indem ich mir die Turnschuhe hole. Nur zwei Vorsprung, Heidi Witzka. Du hast gewonnen. Jetzt legen wir einen Zahn zu. Füttere die roten Jumplies und meide die gelben Crumplies. Fertig, 3, 2, 1, los. Das Problem ist, er selbst frisst ja nie die verkehrten. Dann sollte man das auch nicht tun. Okay, so weit, so gut. Wir ordentlich am Wegessen hier. Die gelben, also wenn man die gelben isst jetzt hier in der Situation, dann schüttelt man sich, weil die sind eklig anscheinend oder... Generell die falschen. Hat er bekommen, das ist halt doof. Das kann ich gut aufholen, aber ab in die Mitte. Oh Mann, der läuft da hin und dann spawnt da auch einer, weißt du? Ah, jetzt habe ich den falschen! Kannst du knicken? Ja, einfach schon ein bisschen predicten, wo er hin möchte. Aber ich gebe zu, es ist nicht einfach. Sehr gut. Puh, 26 zu 22. Puh, Anfängerglück. Jetzt gehen wir in die letzte Runde. Schnappe dir nur, was oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Fertig, 3, 2, 1, los. Also rote oder gelbe, je nachdem. Wir starten mit roten. Es kommt kein roter. Juhu. Wenn ich einen roten finde... Springt das um. So, jetzt die gelben. Und vor mir tauchen nur rote auf. Wer hätte es gedacht? Ha, ich habe ihn bekommen. Auch sinnvoll, ihr seid ein kleines bisschen schneller, wenn ihr einfach die ganze Zeit die hier auf Xbox X-Taste drückt. Auf N64 war die B-Taste, die allgemeine Fress... allgemeine Fress-Button. Schau mal, was aufzuholen, Alter. Hm. Ah, Mann! Das zählt als Fail! Mann, als ich das eingesammelt habe, er führt. Er führt verführerisch gut. Die Runde geht an ihn. Keine Frage. Wir verlieren dadurch Energie. Draufgehen will keiner. Der wunderbare Mr. Wild hat gewonnen. Jetzt geht es dir an den Kragen, Kleiner. Oh, dammit. Wir sollten nicht nochmal fliehen. Wobei, ich glaube, wir können dann sogar fliehen. Ja, dann lass es einfach um alles gehen. Du traust dich noch einmal hierher? Drück A, um zu spielen, oder B, um zu Mami zu rennen. Nee, ich poker hoch. Okay, dann mache ich jetzt mit Konzentration. Und weniger reden. Dammit! Fette Sau! So ein Ärger, Mann! Das war wichtig. Sehr gut. Ihr wisst, ich hätte verloren, ich wäre tot gegangen, Lebensverlust, wenn das nicht geklappt hätte. Und ich habe es riskiert. Ich bin nicht gegangen und habe mir Honigbarben geholt. Ich wollte es einfach so lösen und boah, war es knapp. Wenn du magst, können wir ein ganz besonderes Spiel spielen. Du musst die nächsten drei Spiele gewinnen, um drei extra Leben zu erhalten. Aber jedes Mal, wenn du verlierst, schnappe ich mir eines deiner Leben. Drück A, um zu spielen, oder B, um die Fliege zu machen. Ja, man kann um extra Leben spielen, habe ich auch schon gemacht. Das war dann derselbe Schwierigkeitsgrad. Du scheinst nicht der Hasenfuß zu sein. Sieh zu, dass du Land gewinnst.
Aber alles ist in Ordnung. So. War spannender, als ich dachte. Da habt ihr euer Best-of-Material. Und immer noch kein Fail. Da bin ich jetzt mal so frei und gönn mir die Honigwaben aus dem Häuschen dort oben. Die sind ja auch noch ohne Bienen. Und die Häuser wehren sich auch nicht. Wehren tun sie sich nur in Tui, ne? In Kasui gibt's da höchstens Bienen drumherum. Die würden angreifen können, aber ich glaube erst ab der übernächsten Welt. Gut. Dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Sagte ich doch. Aber das meiste haben wir schon gelöst. Sagen wir es so. Kann man den sich nicht anschauen? So reicht's. Okay. Ja. Ist der Daumen oben. Werde ich euch loben. Bis dann und ciao.